Jetzt ist es offiziell. Die beiden neuen, von der Community abgestimmten Sets erscheinen am Donnerstag. Alles dazu jetzt. Wie von den Entwicklern auf dem offiziellen Twitter-Account verraten wurde, werden bereits am Donnerstag, den 18. Januar, die beiden neuen Sets Burgen und Schlösser sowie Gothic-Style veröffentlicht. Beginnen wir mit dem neuen Bauinhalt, dessen erste Screenshots wir bereits von einem Leak kennen. Dieses bietet einige neue gotische Bögen, Tore mit Fallgittern, Eingangstüren, verzierte Fenster und breite Treppenaufgänge, mit dem ihr das perfekte Schloss auf die Beine stellen könnt. Was wir vorher aber noch nicht kannten, die Entwickler haben ebenfalls einen Screenshot der insgesamt 25 neuen Objekte mit eingebaut, die ihr auch hier im Hintergrund seht. Es ist recht klar, das neue Set ist rein dazu da, eine Burg von außen zu erstellen. Passende Objekte, die man dann in die Burg platziert, kommen eher mit anderen Packs wie Vampire oder Zeit für Freunde. Jetzt mehr zum neuen Gothic-Style-Set, welches ebenfalls am 18. Januar erscheint. Der 5-Euro-Inhalt bietet, wie der Name schon vermuten lässt, neue Mode mit Netzstoffen, Leder und düsterem Make-up. Ihr könnt euren Sims auch Plateauschuhe und mit Gürteln, Schnallen und Bändern verzierte Outfits verpassen. Die ersten Bilder der Klamotten seht ihr hier im Hintergrund. Die Sachen stehen ausschließlich ab der Teenager-Altersstufe bereit, wie ihr in der Übersicht alle Objekte erkennen könnt. Insgesamt 24 Objekte enthält das Pack. Ein paar der Objekte erinnern ein wenig an bereits vorhandene Klamotten aus anderen Packs. Insgesamt finde ich die Themen der beiden Sets sehr spannend, auch wenn ich die Kritik, dass das Burgenset lieber in ein Erweiterungs- oder Gameplay-Pack hätte verwandelt werden sollen, gut nachvollziehen kann. Mein Highlight wird wahrscheinlich das neue Gothic-Style-Set sein, einfach da man es etwas mehr in den Alltag der Sims mit integrieren kann. Ein paar neutrale Farbalternativen sind hier hoffentlich auch mit enthalten. Was denkt ihr zur Ankündigung? Welches der beiden Sets sagt euch bisher mehr zu? Lasst unbedingt ein Abo da, wenn ihr meinen Kanal unterstützen und weiter über kommende News rund um die Sims auf dem Laufenden gehalten werden wollt. Also dann, bis zum nächsten Video.